Sonnenscheine. Wir reacten jetzt auf InScope 21. Schaut bei meinem OnlyFans vorbei. Bitte Ausrufezeichen OnlyFans. Schaut auch gerne bei meinem OnlyFans vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch da unterstützen würdet. Beginnen wir mit dem Orgas-Video. Let's go. Die nachfolgende Sendung ist für die nachfolgende Sendung nicht geeignet. Ich verspüre eine Brise der gewöhnlichen Naturelle. Guten Morgen, guten Mittag oder auch einen beschissenen Abend wünsche ich euch da draußen. Bitte denkt daran. Ist das Mark Eggers? Ist das Mark hier hinten auf dem Bildschirm, auf dem Monitor? Wer ist das? Ja, oder? Am 12.12. droppt die neue Kollektion von Ola Kala. Richtet euch also im Idealfall einen elektronischen freien Tag oder sonstiges ein, um wirklich überhaupt nichts von dieser Rotze mitzubekommen. Der ein oder andere von euch kennt eventuell Tom Schwärm. Wir haben uns heute den Lamborghini Urus gezogen. Tom Schwärm hat... Tom Schwärm? Wer ist Tom Schwärm? Ein neues Format, bei dem holt er im Prinzip zufällige Passanten ab. Hi, Tagchen. Tagchen. Alles gut? Also ich muss wirklich sagen, die Sophie ist eine ganz sympathische. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, dass der Tom sich hier an die vorgeschriebene STVO hält und jetzt keine übertriebenen Geschwindigkeiten... Auch wilde Jacke, warte mal. Ah, ich will noch ein Stadtbild haben. Das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an... Marcel, das ist im Ort. Scheiß drauf, der Herr! Ah, warte doch mal, ich will die Jacke spotten, Moment! Marcel, das ist im Ort. Was ist das? Ist das Gucci? Warte, Chad. Ich glaube, das ist eine Gucci-Jacke, oder? Wild. Wild. Nachdem Sophie wirklich mit äußerster Sicherheitspriorität über die Straßen gebracht wurde, ist allerdings noch eine zweite zufällige Passantin in den Wagen eingestiegen. Wahrscheinlich beide blond und ultra geil. Hallöchen. Alles gut? Ja, alles besten. Hallöchen. Ja, alles besten. Guten Morgen. Manchmal gehen Videos einfach in eine Richtung, wo man jetzt nicht damit rechnet. Ich habe in ein paar Tagen wieder ein Shooting für OF. Und wenn du Lust hast, kannst du ja mitkommen. Kannst du ja so ein bisschen paar Eindrücke mitnehmen. Eindrücke mitnehmen, ja. Hi! Eindrücke? Welche Eindrücke bekommt man denn bei einem OnlyFans-Shooting, frage ich mich. Hallo! Ja, dann würde ich sagen, starten. Halt auch einfach mal. Ja, also es gibt auch Fotos von mir, die ist alleine. Die Sophie wirklich mit. Was soll das? Was soll das? InScope, Junge, du weißt, jeder reactet auf das Video on stream. Was sehe ich? Freunde, war nett mit euch. Wirklich, das, ja. Danke, dass ihr da wart. Sicherheitspriorität über die Straßen gebracht wurde, ist allerdings noch eine zweite zufällige Passantin in den Wagen eingestiegen. Wahrscheinlich beide blond und ultra geil. Hallöchen. Alles gut? Ne, das ist die, ha? Habe ich zurückgespult? Ich glaube, ich habe aus Versehen zurückgespult. Wartet mal, Chat. Moment. So, Cut. Mods Cut. Chat Cut. Luca Dave Cut. Wartet mal. Ich muss erstmal das Video abchecken. Bitte, Moment. Das kann ich nicht zeigen. Das kann ich nicht zeigen. Nettes OnlyFans-Shooting da auf jeden Fall, I guess. Da ist noch mal eine Szene da. Okay, gut. Das müssen wir alles über... Ja, okay. Okay. Wir überspringen das alles. Kein Problem. Wirklich kein Problem. Wir machen weiter ab hier. Irgendwo. Nichts passiert, Chat. All gut. Termin bei dem Shooting in diesem Sinne. Ihr könnt auf jeden Fall weitermachen. Ey! Eine Sekunde zu früh. Kann ich mich hier dazu setzen? Wenn es unbedingt sein muss. Chat. Was? Der Zug fährt? Wirklich, ich hab keinen Bock mehr auf das Video. Wegen dem Video, oh Gott. In Frankfurt. Siehst du das Fenster? Wir bewegen uns mit so einer aggressiven Geschwindigkeit, dass wir das Raum- und Zeitkontinuum verlassen haben und nur noch ein Standbild im Fenster sehen. Ich habe einfach ein persönliches Problem damit, Komplimente zu verteilen. Und deswegen habe ich mir professionelle Hilfe gesucht. Sag nicht nur, was objektiv war, sondern auch, welche Wirkung es hat. Diese vier Punkte gebe ich jetzt anhand des privaten und des beruflichen. Du, die Massage, die du mir gegeben hast, wie du wirklich bei mir warst und gespürt hast, wo welche Verspannungen waren und da etwas mehr Druck gegeben hast oder etwas lockerer und etwas entspannter warst und ja, die ganze Zeit so hingebungsvoll warst. Das war wirklich schön. Okay. Okay. Gutes Kompliment. So macht man Komplimente in 2001 Sunshine, I guess. Die du mir gegeben hast, hast du wirklich gespürt, wo die Verspannungen waren. Und als du da ein bisschen mehr Druck gegeben hast, das Ganze ein bisschen entspannter war, ich muss dir wirklich sagen, das war sehr schön. Gut. Das freut mich aber sehr. Hast du das gerade als Kompliment aufgefasst? Ja. Perfekt. Perfekt. Das war's schon. Perfekt. Ich würde
Danke dir. Eine Story für den Anfang gewählt haben und dann eine klare Strategie mitgegeben haben, das fand ich wirklich toll. Mein allerbester Jutster. Also die Präsentation, die du gehalten hast, wie du die Slides designt hast, eine tolle Metapher für die Story am Anfang gewählt hast. Das war gut. Das war wirklich toll. Ich bin begeistert. Ich bin super verwirrt. So schaffst du es. Die Inhalte wirklich gut zu verpacken. Mark Eggers. Zeit für Veränderung, neuer Haarschnitt. Ihr könnt es sehen, auf dem Kopf ist mal wieder einiges los und ich brauche unbedingt einen neuen Haarschnitt. Ich bin sehr gespannt, was du dich entschieden hast. Das ist das Endergebnis. Ich finde es echt sehr gut. So viel abgeschnitten oder so. Mark, verdammt doch mal, wo ist Ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Da ist er ja. Zeit für Veränderung, ein neuer Haarschnitt. Oh, da ist dein Glas wahrscheinlich leer. Da musst du dir ein neues holen, da wird es Zeit für Veränderung. Ja, Mama. Noch eine kleine Randanekdote, und zwar die Dame, die ihm hier die Haare geschnitten hat. Du trägst jetzt gerade ein Shirt und hast darunter nicht. Die war letztens, als wir bitte, in Köln bitte waren, zeig, auch mit zeig dabei. Jetzt und nicht random deinen Ass, lass es sein, ich will nicht noch länger gespannt werden. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. I don't really wanna do the work today, I don't really wanna do the work today, I don't really wanna do the work today. Cool. Dieses Drecksvideo ist jetzt endlich vorbei, wenn es euch nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Rohrschacht durch. So, liebe Leute, ich habe jetzt noch ganz kurz einen OnlyFans. Nee, das hat mir auch bis jetzt nicht gefallen. Shooting. Alles klar, Senke, bis gleich. Schaut jetzt gerne auf meinem OnlyFans vorbei. Ach, komm, verpisst euch! Gibt's denn da auch manchmal vor? Nee, nee, nein, 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 nein. Nicht noch einen letzten Clip, nein, nein. Nee, wie gesagt, ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Nico, warum machst du sowas? Ich bin eins davor, in den Discord zu gehen und fragen, was die Scheiße soll. Wirklich, das ist. Danke für den 2 Wochen Urlaub auf Twitch. Nico, Kuss geht raus. Trotzdem gutes Video.